Alaska, einer der entlegensten Orte der Welt. In der weiten Wildnis am Rande des Pazifischen Ozeans wird eine internationale Crew von Naturfilmern für ein halbes Jahr ihre Zelte aufschlagen. Ihre Mission? Den Grizzlies mit Kameras so nahe zu kommen wie noch niemand zuvor. Der erste Bär. Schaut euch das an. Was für eine Begrüßung. What a welcome. Sie werden den ganzen Sommer bis zum Herbst hier sein. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt, Jungs. Überall Grizzlies. Sie sind noch nicht lange aus ihrer Winterruhe erwacht und haben seit 7 Monaten nichts gefressen. Jetzt sind sie aktiv und sehr hungrig. Bärenexperte Chris Morgan wird das Team leiten. Mit seiner 20-jährigen Erfahrung ist es sein Job, die Filmcrew sicher in die Nähe der Raubtiere zu führen. Wir sind Teil dieser Gemeinschaft. Wir werden diese Bären nicht nur als eine Gruppe, sondern als Individuen erleben. Jeder mit seiner eigenen Überlebensstrategie. Das wird sehr aufregend. Das Team hat sich mitten im Bärenland niedergelassen. Der einzige Schutz des Camps, ein elektrischer Zaun. Bärenführer Buck Wild arbeitet hier seit 35 Jahren. 5000 Volt. Als ich in den ersten 5 Jahren an Orten wie diesen gezeltet habe, ohne einen elektrischen Zaun, da rieben die Bären ihre Nasen an meinem Zelt, an meinem Biwaksack. Das jagt dir schon einen gehörigen Schrecken ein. Auch Brad Josephs hat jahrelange Erfahrung mit Grizzlies. Da ist ein Männchen. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Niemals, niemals. Gott, stellt euch vor, wir hätten die Kameras schon aufgebaut. Wir hätten wirklich schon tolle Einblicke. Adrenalin gleich bei der ersten Begegnung. Oh, schau mal da hinten. Es ist ein Weibchen mit ihren Jungen. Das ist gefährlich, sich ihnen zu nähern. Wir werden sie vorsichtig beobachten. Hi Mama, it's all right. Langsam, nimm meine Tasche nicht zu weit weg von uns. Im Notfall ist Pfefferspray die einzige Verteidigung. Get ready with the defenses. That's all right. Okay. It's okay. Komm nicht näher. Ist okay. That's enough. Yeah, that's enough. Yeah, it's all right, Bear. It's okay. Okay, Jungs, nur ganz langsam bewegen. Wir sind sehr nah dran. Schaut ihr ja nicht in die Augen. Schaut umher, seid ruhig, bewegt euch langsam. Greift nicht nach Batterien oder irgendwas anderem. It's okay. That's close enough. Das ist nah genug. Braves Mädchen. Yeah, it's okay. It's okay. No movement. Keine Bewegung, Jungs. Eine ziemlich heftige erste Begegnung. Die Mutter bringt ihrem Jungen bei, dass wir harmlos sind, und uns erteilt sie eine Lektion. Sie hat die Kontrolle. Sie entscheidet, so nah heranzukommen. Doch wir sollten niemals einem Bären zu nahe kommen. Besonders nicht einem Weibchen mit Jungen. Aber wenn sie es entscheidet, musst du ruhig bleiben und sie tun lassen. Sie verfolgt jede Körperbewegung. Habt ihr das gesehen? Ab und zu stoppt sie und das Junge schaut auf und du musst sehr langsam und diplomatisch sein. Diplomatic.
An der Katmai-Küste im Süden Alaskas leben Tausende von Grizzlies. Mehr als an jedem anderen Ort der Welt. In der Bucht ist eine junge Mutter mit ihren beiden Kleinen eingetroffen. Chris hat sie Parsnip, Pushki und Wren getauft. Die 5 Monate alten Zwillinge sind seit der Geburt nicht von der Seite der Mutter gewichen. Sie sehen abgemagert aus. Auch Parsnip muss sehr hungrig sein, wenn sie ihre Zöglinge schon so früh aus der Winterruhe weckt und zur Bucht hinunterführt. Sie hat seit 7 Monaten nichts gefressen. Um Pushki und Wren weiter mit Milch zu versorgen, braucht sie dringend Reserven. Ich denke, sie ist verzweifelt, wenn sie schon so früh hier ist. Das ist ein gefährlicher Ort für sie. Zwei Junge durch das erste Lebensjahr zu bringen, bedeutet auch für erfahrene Weibchen eine große Herausforderung. Parsnip ist zum ersten Mal Mutter. Und sie und die Kleinen werden durch eine harte Schule gehen. In der Bucht treffen andere Bären ein. Hungrige, ausgewachsene Männchen. Das ist Van. Um ihn nicht zu provozieren, geht das Filmteam in die Knie, wenn er sich nähert. Van ist ein wahrer Koloss. Aufgerichtet misst er über 2,30 Meter und wiegt über 1.000 Pfund. Kein Rivale traut sich, ihn herauszufordern. In den 12 Jahren, die ich in Alaska verbracht habe, ist mir noch nie ein Bär begegnet, der Van das Wasser reichen könnte. Er ist eine eigene Liga. Und das gilt auch für seine Paarungsambitionen. Statt so viele Weibchen wie möglich zu beglücken, scheint er nur von einer besessen zu sein. Alice. Van, und das ist ungewöhnlich, lässt sie nie aus den Augen. Doch Alice zeigt ihm die kalte Schulter. Allerdings achtet sie darauf, dass keine Konkurrentin Van zu nahe kommt. Sogar Bärenforscher Chris ist überrascht von ihrem ungewöhnlichen Verhalten. Ich habe noch nie ein Weibchen gesehen, das so aggressiv wie Alice andere Weibchen verjagt. Das ist ziemlich skurril. Es sieht ganz so aus, als ob Van noch eine Weile warten muss. Am Strand sucht die junge Mutter noch immer nach etwas Essbarem. Sterbenshungrig hält es Parsnip in der Bucht, obwohl sie bei Einbruch der Dunkelheit längst die Küste verlassen sollte. Die Flut kommt und hungrige, ausgewachsene Bären lauern ihnen auf, um eines der Jungtiere zu töten. Aber statt den Strand zu verlassen, geht Parsnip plötzlich ein großes Risiko ein. Schaut euch das an. Sie rennt da raus, beide Jungen direkt hinter ihr. Das ist keine gute Idee. Was macht sie nur? Nur 5 Monate alt folgen Pushki und Wren ihrer Mutter überall hin. Das ist eine schlechte Entscheidung. Es ist auch viel zu früh für Lachse. Um diese Jahreszeit ist das Meer bitterkalt. Diese Jungs wiegen vermutlich gerade mal 10 Pfund. Schaut, sie geht noch tiefer rein. Das ist unglaublich. Eines wird von der Strömung erfasst. Sie ist wirklich gestresst. Sie hält Ausschau nach ihrem Kleinen. Wo ist es? Ich kann es jetzt gar nicht mehr sehen. Ich kann nur eines an ihrer Seite erkennen. Nein, da ist kein zweites. Es gibt nichts mehr, was sie tun kann.
Weniger als einen Tag hier und sie hat bereits ein Junges verloren. Die arme Mutter. Sie ruft immer noch. Sie ist verzweifelt, total verzweifelt. Parsnip ist gezwungen, ihre Suche aufzugeben und Pushki, das Überlebende, zurück zum Ufer zu bringen. Das Team macht sich am nächsten Tag auf die Suche nach Parsnip und findet sie total erschöpft. Pushki ist wohl auf. Doch die nächsten Monate werden die schwierigsten seines Lebens. Parsnip muss Tag und Nacht ein Auge offen haben. Auch die Futtersuche ist schwer und Pushki braucht viel, denn er muss schnell wachsen. Seine Mutter darf keine Fehler mehr machen. Nur die Hälfte aller Jungen überlebt das erste Lebensjahr. Falls Pushki es schafft, wird er weitere 2 bis 3 Jahre eng an der Seite seiner Mutter verbringen. Alaska im Juni. Mehr als 20 Stunden bleibt es hell. Doch der Sommer wird nur wenige Wochen andauern. Eine intensive Zeit für die Bären. Immer mehr Grizzlies kommen aus den Bergen. Nach ihrem 7-monatigen Schlaf haben sie die Hälfte ihres Körpergewichts verloren. An den Flüssen und Wiesen suchen sie jetzt nach Nahrung. Rund um das Camp wird es jetzt richtig turbulent. Kaum eingetroffen beginnt das Kräftemessen der jungen Männchen. Noch spielen sie nur. Doch in 2 Wochen beginnt die Paarungszeit. Und da wird sich ernsthaft zeigen, wer der Stärkste ist. Große Grizzlies markieren ihr Revier. So lassen sich manche Machtansprüche schon im Vorfeld klären. An der Küste verfolgt das Team Van den mächtigen Boss. Ein riskantes Unterfangen. Bleibt dran, Jungs. Bleibt dran. Im Moment sollte ihm keiner in die Quere kommen. Da ist ein anderes großes Männchen. Mal schauen, was zwischen den beiden passiert. Und da hat Van auch schon den Konkurrenten entdeckt. Es geht um Alice. Und da hört der Spaß auf. Der Rivale muss hart im Nehmen sein, wenn er sich in Vans Gefilde traut. Okay, Van und der neue Bär haben den gleichen Abstand zu Alice im Moment. Okay, eine Pattsituation. Schaut euch das an. Van geht auf ihn los und das mit voller Wucht. Erstaunlich, Van spürt, dass das Männchen gefährlich für ihn werden kann. Deswegen verjagt er ihn mit Nachdruck. Das Team wechselt die Position. Solo, ein Jungbär, tobt seit den ersten Tagen der Begegnung übermütig immer wieder um die Kuh herum. Er und seine Mutter Lucy scheinen die Nähe der Menschen zu suchen. Auf Solo warten in den nächsten Wochen einschneidende Veränderungen. Und alle im Camp nehmen großen Anteil daran. Trotz vermeintlicher Vertrautheit bleibt Vorsicht geboten. It's okay, don't come any closer than me. Alles in Ordnung, komm nicht näher. Hey there, Bear. It's okay. Solo muss noch viel lernen, um alleine zu überleben. Vor allem Geschick und Geduld beim Muscheln fangen.
Diese Muscheln bewegen sich immer tiefer unter die Oberfläche. Sie graben sich tief in den Sand ein, sobald sie sich bedroht fühlen. Sie bewegen sich also sehr schnell nach unten. Der Bär muss graben, um an sie heranzukommen. Das ist nicht leicht. Sobald die Muschel etwas an der Oberfläche wahrnimmt, beginnt sie sich einzugraben. Mühevolle Arbeit, vor allem für eine Mutter. Aber es lohnt sich. Muscheln sind eine gute Proteinquelle für sie und Solo. Nur Bären in Südalaska haben übrigens diese Delikatesse für sich entdeckt. Bis Solo wie seine Mutter Muscheln aufspüren und öffnen kann, wird es noch dauern. Da kann man schon mal den Kopf in den Sand stecken. Wenn die Flut kommt, müssen die Bären den Strand verlassen. In diesem Teil Alaskas steigt und fällt der Wasserstand bei Ebbe und Flut besonders stark. Riesige Gebiete werden regelmäßig überschwemmt. Die Bären können schwimmen und so ihr Terrain durchstreifen. Aber Chris und Matt sind draußen gefangen. Sie sind in Gefahr, vom Land abgeschnitten zu werden. Das Wasser kam nur langsam zurück, wie immer. Wir kommen nur noch schwer wieder rechtzeitig an Land. Und wir kommen uns ziemlich dämlich vor, nicht wahr, Matt? Du kommst dir dämlich vor. Weil ich der Chef bin. Das Wasser bedeckt die tieferen Bereiche der Bucht. Es ist schwieriger als gedacht, den Fluten auszuweichen. Mehrere Tage sind vergangen und die Crew findet keine Spur mehr von Parsnip und Bushki. Bucks Team folgt dem Küstenverlauf. Schließlich entdecken sie die beiden am Rand einer Klippe. Parsnip fühlt sich hier ganz offensichtlich mit Bushki in Sicherheit. Sie muss ihr Junges vor ausgewachsenen Bären schützen. Doch die vermeintliche Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Van kommt in diese Richtung, als ob er ein bestimmtes Ziel hätte. Das gefällt mir gar nicht. Van patrouilliert durch sein Revier. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis seine gute Nase die beiden aufspürt. Er bewegt sich auf diesem Pfad, den wir so gut kennen, seit wir hier Kamerafallen aufstellen. Er kommt genau auf unsere Bärin zu. Für Parsnip gibt es kein Entrinnen. Männliche Grizzlies töten Kinder der Konkurrenten, um möglichst viele eigene Nachkommen zu zeugen. Denn wenn die Mutter ihr Junges verloren hat, wird sie sofort wieder empfängnisbereit. Bushki ist in höchster Gefahr. Sie kann nicht fliehen. Oh mein Gott. Van zögert. Auf einer Klippe dieses Risiko? Doch dann wird er abgelenkt. Der Duft von Alice. Bushkis Rettung. In einem Schachspiel wäre sie bei Schach angelangt. Nicht ganz Schachmatt. Es sieht so aus, als würde sie dieses Mal davonkommen. Sie hat großes Glück. Van ist sie entkommen. Aber jetzt hat sie einen Weißkopfseeadler im Visier. Die Bären ist seinem Nest zu nahe gekommen. Wieder und wieder attackiert er sie. Parsnip verlässt entnervt die Klippe.
Ausgehungert stöbern die beiden nach etwas Fressbarem am Strand. Puschki muss in seinem ersten Lebensjahr sein Gewicht verhundertfachen. Davon ist er noch weit entfernt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis der Winter kommt. Sie ist auf der Suche nach einer Mahlzeit. Sie braucht neue Energie, um mehr Milch zu produzieren. Sonst kann sie ihr schwaches Junges nicht am Leben halten. Parsnip ist in einem Dilemma. Sie muss sich um Nahrung kümmern, darf aber Puschki nie ungeschützt alleine lassen. Ihre Muschelsuche hier ist nicht ergiebig. Doch weiter unten am Strand lauern Van und Alice. Beide sind für das Junge gefährlich. Eine ausweglose Situation? Was wird sie tun? Plötzlich trifft sie eine drastische Entscheidung. Das Team hält den Atem an. Sie läuft mit Puschki schnurstracks hinaus in die eiskalte See. Genau in die Richtung, in der ihr anderes Junges ertrunken ist. Wow. Oh, das arme Kleine friert. Häng dich dran, Puschki. Häng dich dran. Es sieht so aus, als ob sich das Junge jetzt gut festhält. Das ist großartig. Das ist seine Überlebenschance. Er ist getrennt. Er hält sich nicht fest. Er muss sich festhalten. Sie sind schon weit. Sie können es schaffen. Aber es ist zu viel für ihn. Das Wasser ist sehr, sehr kalt. Das ist kein Problem für Parsnip. Aber Puschki ist so klein und schwach. Ein wirklich heftiger Überlebenskampf. Stell dir mal vor, du wärst dieses Bärenjunge Puschki in dem bitterkalten Wasser. Ich kann kaum glauben, dass sie das schaffen. Sie scheinen über die Hälfte der Strecke hinter sich zu haben. Ich kann nicht wirklich sehen, was gerade passiert. Zu weit weg. Wir werden erst in ein paar Tagen wissen, wie dieses Drama ausgeht. Wir müssen zur Insel morgen. Den Anbruch des nächsten Tages können Buck und sein Team kaum erwarten. Aber sehr optimistisch sind sie nicht. Die Insel erstreckt sich über etwa 1 Kilometer. Sollten Mutter und Kind hier gelandet sein, müsste man sie eigentlich finden. Stunde um Stunde durchstreift die Crew das Gebiet. Weit und breit keine Spur von Parsnip und Puschki. Nichts, da ist nichts. Aber dann eine freudige Entdeckung. Ja, das ist frisch. Das sind sie. Hey, Puschki, es ist okay. Es ist okay, Kleiner. Ja, okay. It's just us. Erinnerst du dich an uns? Hi. Kommst du rüber, um Hallo zu sagen? Hallo, toll, dass wir uns sehen. Er sieht gut aus, scheint entspannt zu sein. Puschki ist neugierig. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns erkannt hat, aber seine Mutter erkennt uns. Und das ist das Allerwichtigste.
Mit den ganzen Muscheln ist das hier ein guter Platz für sie, weit weg von den anderen Bären. Ich vermute, sie möchte auf der Insel bleiben und hier durchhalten. Pushki kann hier ganz ohne Bedrohung aufwachsen. Und Parsnip nutzt die Ruhe, um ihm ein paar Dinge beizubringen. Die Mutter lässt ihr Junges an der langen Leine. Es erkundet die Insel, schwimmt 10, 15 Meter in die Bucht hinaus. Wenn er im hohen Gras verschwindet, ruft sie mit ein paar Lauten und Pushki macht genau das Richtige. Er kehrt direkt zu seiner Mutter zurück. Das ist einer der wichtigsten Punkte für ein Junges, um zu überleben. Auf die Rufe der Mutter zu hören, herzukommen oder sich hinzusetzen und dort zu bleiben. Genauso wie bei der Hundeerziehung. Ein Nachteil, Pushki wächst ohne Spielkameraden auf. Sie versucht, ihn zu erziehen. Das ist wirklich cool. Eine Grizzlybärin hat zu ihrem Jungen eine sehr lange und intensive Beziehung. Pushki genießt ihre volle Aufmerksamkeit. Die riskante Flucht entpuppt sich als eine gute Entscheidung. Hier kann sich Pushki frei entwickeln. In der Bärengesellschaft ist sein Leben ständig bedroht. Auf dem Festland herrschen raue Verhältnisse. Der kurze Hochsommer hat begonnen. An Flüssen, in Wiesen und Wäldern finden sich immer mehr Grizzlies ein. Die Kamerafallen dokumentieren, was passiert. Die Männchen bereiten sich auf Größeres vor. Frühlingsgefühle. Egal wo, jetzt werden überall Duftmarken gesetzt. Bärenführer Brad, der für die Kamerafallen verantwortlich ist, wird leicht nervös. Er hat gerade nach der Kamera gegriffen. Wie viel halten die aus? Wir haben keine mit Gehäuse. Wenigstens bekommen wir eine gute Aufnahme. Hoffentlich können wir die Speicherkarte sichern. Sind diese Dinger gegen Bären versichert? Kann ich mir nicht leisten. Aus allen Richtungen kommen große Grizzlies zur Wiese. Die Stimmung verändert sich. Das ist Wahnsinn. Plötzlich treten die Männchen aus dem Unterholz. Das verändert die ganze Dynamik hier. Da drüben ist noch einer. Das ist wie die Single Bar im Bärenreich. Sie kommen von überall her. Hier gibt es die schönsten Weibchen. Sie sind es wert, hunderte von Meilen zurückzulegen. Sie sind die Doris Days und Marilyn Monroes des Bärenreichs. Selbst wenn ich Meilenküsten abwärts wäre, käme ich auf jeden Fall im Juni her. Testosteron liegt in der Luft und die Männchen beginnen, ihre Kräfte zu messen. Energiegeladene Ringkämpfe, wohin man schaut. Das Team entdeckt Lucy. Was macht sie mit Solo hier? Er weiß, dass die anderen Bären auf der Wiese gefährlich für ihn sind. Die Mutter ist sehr aufmerksam. Sie grasen und schauen sich um. New males coming in.
Da kommen neue Männchen an. Er muss sehr vorsichtig sein. Wie ein Magnet nähert er sich wieder seiner Mutter. Schaut, wie nah Solo bei seiner Mutter ist. Er weiß, was gut für ihn ist. Das Junge stellt sich auf, um besser zu sehen. Solo zieht sich hinter die Mutter zurück. Schaut, er ist genau hinter ihr. Lucy verlässt mit ihm die Wiese. Sie bringt ihn aus dem Gefahrenbereich. Solange Solo an ihrer Seite ist, wird sie sich nicht auf ein Männchen einlassen. Ein Konflikt für die Bären, denn die Paarungszeit dauert nur noch wenige Wochen. Die Männchen schätzen sich und die Chancen ab. Jetzt muss man zeigen, wer man ist und was man hat. Okay, schaut euch den Neuen an. Er macht die Hinterbeine sehr steif und läuft ganz seltsam. Er pinkelt auf seine Füße und schiebt seine Pfoten tief in den Boden. Er stolziert wie ein Macho durch die Gegend. Je mehr Duftmarken die Bären setzen, umso mehr Eindruck machen sie bei den Rivalen. Genauso wie im Pub an einem Samstagabend. Macho-Gehabe aufsetzen und versuchen, die Ladies und ihre Freunde zu beeindrucken. Es ist genau dasselbe. Doch dann schlägt die Stimmung um. Van, der Boss, betritt die Arena. Er ist dreimal so groß wie der größte Bär, den ich je gesehen habe. Ich kenne keinen Bären hier, der sich ihm nähern würde. Sie versuchen nicht einmal, ihn einzuschüchtern. Sie ziehen den Schwanz ein und rennen. Van lässt keinen Zweifel aufkommen. Er ist der ranghöchste Bär hier. Es gibt eine ganz klare Hackordnung. Die Jüngsten müssen verschwinden oder sich bedeckt halten, wenn sie Van nicht in die Quere kommen und bestraft werden wollen. Seht ihr den? Schau, der sieht so klein und verwundbar aus. Es ist Solo, alleine. Er wirkt panisch und hilflos. Seine Mutter Lucy hat ihn offensichtlich verlassen. Lucy hat Solo verstoßen. Sie will sich wieder paaren, deshalb hat sie ihn verlassen. Das ist verrückt. Von einer Sekunde auf die andere ist Solo auf sich allein gestellt. Das ist das Ende ihrer Beziehung. Das war's. Alles vorbei. So schnell. Sie waren seit seiner Geburt jede Minute zusammen. Und heute Abend hat sich alles für ihn geändert. Wow, er nähert sich dieser hellen Bärin und denkt, es wäre seine Mutter. Als er seinen Irrtum erkennt, nimmt er Reißaus. Ich bin sicher, er erinnert sich noch an unseren Geruch, als sie ganz in unserer Nähe gegrast haben. Es hilft ihm vermutlich, dass wir hier sind, denke ich. Er sieht so winzig aus, nicht wahr?
Er sieht so verwundbar aus. Diese Welt muss für ihn so verwirrend sein und bedrohlich in jeder Hinsicht. Er sieht gerade sehr verloren aus, total niedergeschlagen, ganz alleine. Zum ersten Mal in seinem Leben, kannst du dir das vorstellen? Und es war das letzte Mal, dass die Crew Solo gesehen hat. Auch anderen Jungbären wird schnell klar gemacht, dass sie den Platz räumen sollen. Es geht zur Sache, aber eher selten um Leben und Tod. Doch zeigt sich keiner der Gegner unterlegen, kann der Kampf auch mal einen tragischen Verlauf nehmen. Die großen Männchen sind unberechenbar. Das ist der große Kerl. Ich gehe mal besser in die Hocke. Van patrouilliert durch sein Revier. Der Albtraum eines jeden Bären. Er kommt zu uns rüber. Er geifert schon. Van verhält sich untypisch. Statt mehreren Weibchen nachzustellen wie seine Artgenossen, gilt sein Interesse nur Alice. Das ist für einen Grizzly extrem ungewöhnlich. Doch Alice lässt ihn warten. Van nimmt ein ausgedehntes Bad im Seetang, um mit einem besonderen Duft zu betören. Dem, so die Erfahrung, kann kein Weibchen widerstehen. Van will es jetzt wissen. Doch was jetzt geschieht, überrascht das ganze Team. Ein junges Männchen schleicht sich an Alice heran. Mutig, so unverzagt in das Revier von Van vorzudringen. Wow, schau dir das an. Das ist das erste Männchen, abgesehen von Van, das sich Alice nähert, und in nur 2 Sekunden paart er sich mit ihr. Unglaublich. Man nennt es das Listiger-Mann-Syndrom. Er schaut sich ein bisschen um, wartet auf seine Gelegenheit und das klappt auch noch. Perfekt. Van ist hier drüben. Oh, ich bin gespannt, wie er reagiert. Wenn der Jungbär auch nur einen Funken Lebenswille hat, sollte er jetzt einen Abgang machen. Van bewegt sich schneller. Das ist schnell für Van. Schaut nur, wie schnell er ist. Es ist wie eine große Seifenoper. Als ob Van gerade von der Arbeit nach Hause kommt, ins Schlafzimmer geht und Alice sagt: Oh, hallo Schatz, du bist aber früh zu Hause und da steckt ein Typ im Schrank. Und das ist der da hinten. Ich wette, Van jagt ihm hinterher. Oh, look at Alice. Schau nur, Alice, sie ist ein Albtraum. Jetzt tut sie so, als ob sie nichts dafür kann und gerade das Männchen vertreiben will.
Unglaublich. Also Van kommt rein, sagt, Alice, was machst du da? Und sie? Was will dieser Typ hier? Runter von mir! So als ob sie sagen will, ja, ich wollte nicht, dass er das tut. Ich bin froh, dass du gerade jetzt gekommen bist. Rechtzeitig. Unglaublich. Sie ist so hinterlistig. Alice wäre eine super Rolle in einer Seifenoper. Sie hat zwei Gesichter. Man möchte sie gar nicht mehr Alice nennen. Einfach ein zu netter Name für sie. In diesen hektischen Wochen sollte jedes Männchen so viele Jungen zeugen wie möglich. Und auch die Weibchen tun alles für die Arterhaltung. Nur Van und Alice scheinen nach ihren ganz eigenen Regeln zu leben. Genauso wie Parsnip und Pushki auf der vorgelagerten Insel. Doch lange können die beiden dort nicht mehr ausharren. Ihnen läuft die Zeit davon. Bald gibt es hier nichts mehr zu fressen. Sie müssen zurück in die Bucht schwimmen. Parsnip nutzt noch jede Minute, um Pushki zu stärken und auf die Herausforderungen vorzubereiten. Auf der Tagesordnung stehen Kondition, Kämpfen und Krabbeln. Härteproben. Und im wahrsten Sinne Training bis zum Umfallen. Pushki genießt die Zeit mit der Mutter und kann sich großartig entwickeln. Doch wie wird es beiden auf dem Festland ergehen? In der nächsten Folge wagt sich ein ahnungsloses Weibchen in das Revier von Van. Doch Alice duldet keine Rivalin. Das Team wird Zeuge eines atemberaubenden Dramas und gerät dabei in höchste Gefahr. Bärenstark geht es auch beim größten Festmahl des Jahres zu, wenn Millionen Lachse die Flüsse Alaskas erreichen. Schaut dir Jan nicht in die Augen. Schaut umher, seid ruhig, bewegt euch langsam, greift nicht nach Batterien oder irgendwas anderem. It's okay. That's close enough. Das ist nah genug. Braves Mädchen. Yeah, it's okay. It's okay. No movement. Keine Bewegung, Jungs. Eine ziemlich heftige erste Begegnung. Die Mutter bringt ihrem Jungen bei, dass wir harmlos sind und uns erteilt sie eine Lektion. Sie hat die Kontrolle. Sie entscheidet, so nah heranzukommen. Doch wir sollten niemals einem Bären zu nahe kommen. Besonders nicht einem Weibchen mit Jungen. Aber wenn sie es entscheidet, musst du ruhig bleiben und sie tun lassen. Sie verfolgt jede Körperbewegung. Habt ihr das gesehen? Ab und zu stoppt sie und das Junge schaut auf und du musst sehr langsam und diplomatisch sein. An der Katmai-Küste im Süden Alaskas leben Tausende von Grizzlies. Mehr als an jedem anderen Ort der Welt. In der Bucht ist eine junge Mutter mit ihren beiden Kleinen eingetroffen.
Chris hat sie Parsnip, Pushki und Wren getauft. Die 5 Monate alten Zwillinge sind seit der Geburt nicht von der Seite der Mutter gewichen. Sie sehen abgemagert aus. Auch Parsnip muss sehr hungrig sein, wenn sie ihre Zöglinge schon so früh aus der Winterruhe weckt und zur Bucht hinunterführt. Sie hat seit 7 Monaten nichts gefressen. Um Pushki und Wren weiter mit Milch zu versorgen, braucht sie dringend Reserven. Ich denke, sie ist verzweifelt, wenn sie schon so früh hier ist. Das ist ein gefährlicher Ort für sie. Zwei Junge durch das erste Lebensjahr zu bringen, bedeutet auch für erfahrene Weibchen eine große Herausforderung. Parsnip ist zum ersten Mal Mutter. Und sie und die Kleinen werden durch eine harte Schule gehen. In der Bucht treffen andere Bären ein. Hungrige, ausgewachsene Männchen. Das ist Van. Um ihn nicht zu provozieren, geht das Filmteam in die Knie, wenn er sich nähert. Van ist ein wahrer Koloss. Aufgerichtet misst er über 2,30 Meter und wiegt über 1.000 Pfund. Kein Rivale traut sich, ihn herauszufordern. Kein Rivale traut sich, ihn herauszufordern. In den 12 Jahren, die ich in Alaska verbracht habe, ist mir noch nie ein Bär begegnet, der Van das Wasser reichen könnte. Er ist eine eigene Liga. Und das gilt auch für seine Paarungsambitionen. Statt so viele Weibchen wie möglich zu beglücken, scheint er nur von einer besessen zu sein. Alice. Van, und das ist ungewöhnlich, lässt sie nie aus den Augen. Doch Alice zeigt ihm die kalte Schulter. Allerdings achtet sie darauf, dass keine Konkurrentin Van zu nahe kommt. Sogar Bärenforscher Chris ist überrascht von ihrem ungewöhnlichen Verhalten. Ich habe noch nie ein Weibchen gesehen, das so aggressiv wie Alice andere Weibchen verjagt. Das ist ziemlich skurril. Es sieht ganz so aus, als ob Van noch eine Weile warten muss. Am Strand sucht die junge Mutter noch immer nach etwas Essbarem. Sterbenshungrig hält es Parsnip in der Bucht, obwohl sie bei Einbruch der Dunkelheit längst die Küste verlassen sollte. Die Flut kommt und hungrige, ausgewachsene Bären lauern ihnen auf, um eines der Jungtiere zu töten. Aber statt den Strand zu verlassen, geht Parsnip plötzlich ein großes Risiko ein. Schaut euch das an. Sie rennt da raus, beide Jungen direkt hinter ihr. Das ist keine gute Idee. Was macht sie nur? Nur 5 Monate alt folgen Pushki und Wren ihrer Mutter überall hin. Das ist eine schlechte Entscheidung. Es ist auch viel zu früh für Lachse. Um diese Jahreszeit ist das Meer bitterkalt. Diese Jungs wiegen vermutlich gerade mal 10 Pfund. Schaut, sie geht noch tiefer rein. Das ist unglaublich. Eines wird von der Strömung erfasst. Sie ist wirklich gestresst. Sie hält Ausschau nach ihrem Kleinen. Schach angelangt. Nicht ganz schachmatt. Es sieht so aus, als würde sie dieses Mal davonkommen. Sie hat großes Glück. Van ist sie entkommen. Aber jetzt hat sie einen Weißkopfseeadler im Visier. Die Bären ist seinem Nest zu nahe gekommen. Wieder und wieder attackiert er sie.
Parsnip verlässt entnervt die Klippe. Ausgehungert stöbern die beiden nach etwas Fressbarem am Strand. Puschki muss in seinem ersten Lebensjahr sein Gewicht verhundertfachen. Davon ist er noch weit entfernt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis der Winter kommt. Sie ist auf der Suche nach einer Mahlzeit. Sie braucht neue Energie, um mehr Milch zu produzieren. Sonst kann sie ihr schwaches Junges nicht am Leben halten. Parsnip ist in einem Dilemma. Sie muss sich um Nahrung kümmern, darf aber Puschki nie ungeschützt alleine lassen. Ihre Muschelsuche hier ist nicht ergiebig, doch weiter unten am Strand lauern Van und Alice. Beide sind für das Junge gefährlich. Eine ausweglose Situation? Was wird sie tun? Plötzlich trifft sie eine drastische Entscheidung. Das Team hält den Atem an. Sie läuft mit Puschki schnurstracks hinaus in die eiskalte See. Genau in die Richtung, in der ihr anderes Junges ertrunken ist. Wow. Kleine friert. Häng dich dran, Puschki. Häng dich dran. Es sieht so aus, als ob sich das Junge jetzt gut festhält. Das ist großartig. Bärenexperte Chris Morgan wird das Team leiten. Mit seiner 20-jährigen Erfahrung ist es sein Job, die Filmcrew sicher in die Nähe der Raubtiere zu führen. Wir sind Teil dieser Gemeinschaft. Wir werden diese Bären nicht nur als eine Gruppe, sondern als Individuen erleben. Jeder mit seiner eigenen Überlebensstrategie. Das wird sehr aufregend. Das Team hat sich mitten im Bärenland niedergelassen. Der einzige Schutz des Camps, ein elektrischer Zaun. Bärenführer Buck Wild arbeitet hier seit 35 Jahren. 5000 Volt. Als ich in den ersten 5 Jahren an Orten wie diesen gezeltet habe, ohne einen elektrischen Zaun, da rieben die Bären ihre Nasen an meinem Zelt, an meinem Biwaksack. Das jagt dir schon einen gehörigen Schrecken ein. Auch Brad Josephs hat jahrelange Erfahrung mit Grizzlies. Da ist ein Männchen. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Niemals, niemals. Gott, stellt euch vor, wir hätten die Kameras schon aufgebaut. Wir hätten wirklich schon tolle Einblicke. Adrenalin gleich bei der ersten Begegnung. Oh, schau mal da hinten. Es ist ein Weibchen mit ihren Jungen. Das ist gefährlich, sich ihnen zu nähern. Wir werden sie vorsichtig beobachten. Hi Mama, it's all right. Langsam, nimm meine Tasche nicht zu weit weg von uns. Im Notfall ist Pfefferspray die einzige Verteidigung. Get ready with the defenses. That's all right. Okay. It's okay. Komm nicht näher. Ist okay. That's enough. Yeah, that's enough. Yeah, it's all right, Bear. It's okay.
Okay, Jungs, nur ganz langsam bewegen. Wir sind sehr nah dran. Schaut dir ja nicht in die Augen. Schaut umher, seid ruhig, bewegt euch langsam. Greift nicht nach Batterien oder irgendwas anderem. It's okay. That's close enough. Das ist nah genug. Braves Mädchen. Er ist getrennt. Er hält sich nicht fest. Er muss sich festhalten. Sie sind schon weit. Sie können es schaffen. Aber es ist zu viel für ihn. Das Wasser ist sehr, sehr kalt. Das ist kein Problem für Parsnip. Aber Pushki ist so klein und schwach. Ein wirklich heftiger Überlebenskampf. Stell dir mal vor, du wärst dieses bärenjunge Pushki in dem bitterkalten Wasser. Ich kann kaum glauben, dass sie das schaffen. Sie scheinen über die Hälfte der Strecke hinter sich zu haben. Ich kann nicht wirklich sehen, was gerade passiert. Zu weit weg. Wir werden erst in ein paar Tagen wissen, wie dieses Drama ausgeht. Wir müssen zur Insel morgen. Den Anbruch des nächsten Tages können Buck und sein Team kaum erwarten. Aber sehr optimistisch sind sie nicht. Die Insel erstreckt sich über etwa 1 Kilometer. Sollten Mutter und Kind hier gelandet sein, müsste man sie eigentlich finden. Stunde um Stunde durchstreift die Crew das Gebiet. Weit und breit keine Spur von Parsnip und Pushki. Nichts, da ist nichts. Aber dann eine freudige Entdeckung. Ja, das ist frisch. Das sind sie. Hey, Pushki, es ist okay. Es ist okay, Kleiner. Ja, okay. It's just us. Erinnerst du dich an uns? Hi. Kommst du rüber, um Hallo zu sagen? Hallo, toll, dass wir uns sehen. Er sieht gut aus, scheint entspannt zu sein. Pushki ist neugierig. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns erkannt hat, aber seine Mutter erkennt uns. Und das ist das Allerwichtigste. Mit den ganzen Muscheln ist das hier ein guter Platz für sie, weit weg von den anderen Bären. Ich vermute, sie möchte auf der Insel bleiben und hier durchhalten. Parsnip ist in einem Dilemma. Sie muss sich um Nahrung kümmern, darf aber Pushki nie ungeschützt alleine lassen. Ihre Muschelsuche hier ist nicht ergiebig. Doch weiter unten am Strand lauern Van und Alice. Beide sind für das Junge gefährlich. Eine ausweglose Situation? Was wird sie tun? Plötzlich trifft sie eine drastische Entscheidung. Das Team hält den Atem an. Sie läuft mit Pushki schnurstracks hinaus in die eiskalte See. Genau in die Richtung, in der ihr anderes Junges ertrunken ist. Wow. Arme Kleine friert. Häng dich dran, Pushki. Häng dich dran. Es sieht so aus, als ob sich das Junge jetzt gut festhält. Das ist großartig. Das ist seine Überlebenschance.
Er ist getrennt. Er hält sich nicht fest. Er muss sich festhalten. Sie sind schon weit. Sie können es schaffen. Aber es ist zu viel für ihn. Das Wasser ist sehr, sehr kalt. Das ist kein Problem für Parsnip. Aber Pushki ist so klein und schwach. Ein wirklich heftiger Überlebenskampf. Stell dir mal vor, du wärst dieses bärenjunge Pushki in dem bitterkalten Wasser. Ich kann kaum glauben, dass sie das schaffen. Sie scheinen über die Hälfte der Strecke hinter sich zu haben. Ich kann nicht wirklich sehen, was gerade passiert. Zu weit weg. Wir werden erst in ein paar Tagen wissen, wie dieses Drama ausgeht. Wir müssen zur Insel morgen. Den Anbruch des nächsten Tages können Buck und sein Team kaum erwarten. Aber sie können schwimmen und so ihr Terrain durchstreifen. Aber Chris und Matt sind draußen gefangen. Sie sind in Gefahr, vom Land abgeschnitten zu werden. Das Wasser kam nur langsam zurück, wie immer. Wir kommen nur noch schwer wieder rechtzeitig an Land. Und wir kommen uns ziemlich dämlich vor, nicht wahr, Matt? Du kommst dir dämlich vor. Weil ich der Chef bin. Das Wasser bedeckt die tieferen Bereiche der Bucht. Es ist schwieriger als gedacht, den Fluten auszuweichen. Mehrere Tage sind vergangen und die Crew findet keine Spur mehr von Parsnip und Pushki. Bucks Team folgt dem Küstenverlauf. Schließlich entdecken sie die beiden am Rand einer Klippe. Parsnip fühlt sich hier ganz offensichtlich mit Pushki in Sicherheit. Sie muss ihr Junges vor ausgewachsenen Bären schützen. Doch die vermeintliche Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Van kommt in diese Richtung, als ob er ein bestimmtes Ziel hätte. Das gefällt mir gar nicht. Van patrouilliert durch sein Revier. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis seine gute Nase die beiden aufspürt. Er bewegt sich auf diesem Pfad, den wir so gut kennen, seit wir hier Kamerafallen aufstellen. Er kommt genau auf unsere Bärin zu. Für Parsnip gibt es kein Entrinnen. Männliche Grizzlies töten Kinder der Konkurrenten, um möglichst viele eigene Nachkommen zu zeugen. Denn wenn die Mutter ihr Junges verloren hat, wird sie sofort wieder empfängnisbereit. Pushki ist in höchster Gefahr. Sie kann nicht fliehen. Oh mein Gott. Van zögert. Auf einer Klippe dieses Risiko? Doch dann wird er abgelenkt. Der Duft von Alice. Pushkis Rettung. In einem Schachspiel wäre sie bei Schach angelangt. Nicht ganz Schachmatt. Es sieht so aus, als würde sie dieses Mal davonkommen. Sie hat großes Glück. Die Flut kommt und hungrige, ausgewachsene Bären lauern ihnen auf, um eines der Jungtiere zu töten. Aber statt den Strand zu verlassen, geht Parsnip plötzlich ein großes Risiko ein. Schaut euch das an. Sie rennt da raus, beide Jungen direkt hinter ihr. Das ist keine gute Idee. Was macht sie nur? Nur 5 Monate alt folgen Pushki und Ren ihrer Mutter überall hin. Das ist eine schlechte Entscheidung. Es ist auch viel zu früh für Lachse. Um diese Jahreszeit ist das Meer bitterkalt.
Diese Jungs wiegen vermutlich gerade mal 10 Pfund. Schaut, sie geht noch tiefer rein. Das ist unglaublich. Eines wird von der Strömung erfasst. Sie ist wirklich gestresst. Sie hält Ausschau nach ihrem Kleinen. Wo ist es? Ich kann es jetzt gar nicht mehr sehen. Ich kann nur eines an ihrer Seite erkennen. Nein, da ist kein zweites. Es gibt nichts mehr, was sie tun kann. Weniger als einen Tag hier und sie hat bereits ein Junges verloren. Die arme Mutter. Sie ruft immer noch. Sie ist verzweifelt, total verzweifelt. Parsnip ist gezwungen, ihre Suche aufzugeben und Pushki, das Überlebende, zurück zum Ufer zu bringen. Das Team macht sich am nächsten Tag auf die Suche nach Parsnip und findet sie total erschöpft. Pushki ist wohl auf. Doch die nächsten Monate werden die schwierigsten seines Lebens. Parsnip muss Tag und Nacht ein Auge offen haben. Auch die Futtersuche ist schwer und Pushki braucht viel, denn er muss schnell wachsen. Seine Mutter darf keine Fehler mehr machen. Nur die Hälfte aller Jungen überlebt das erste Lebensjahr. Falls Pushki es schafft, wird er weitere 2 bis 3 Jahre eng an der Seite seiner Mutter verbringen. Alaska im Juni. Mehr als 20 Stunden bleibt es hell. Doch der Sommer wird nur wenige Wochen andauern. Eine Intensivquere kommen und bestraft werden wollen. Seht ihr den? Schau, der sieht so klein und verwundbar aus. Es ist Solo, alleine. Er wirkt panisch und hilflos. Seine Mutter Lucy hat ihn offensichtlich verlassen. Lucy hat Solo verstoßen. Sie will sich wieder paaren, deshalb hat sie ihn verlassen. Das ist verrückt. Von einer Sekunde auf die andere ist Solo auf sich allein gestellt. Das ist das Ende ihrer Beziehung. Das war's. Alles vorbei. So schnell. Sie waren seit seiner Geburt jede Minute zusammen. Und heute Abend hat sich alles für ihn geändert. Wow, er nähert sich dieser hellen Bärin und denkt, es wäre seine Mutter. Als er seinen Irrtum erkennt, nimmt er Reißaus. Ich bin sicher, er erinnert sich noch an unseren Geruch, als sie ganz in unserer Nähe gegrast haben. Es hilft ihm vermutlich, dass wir hier sind, denke ich. Er sieht so winzig aus, nicht wahr? Er sieht so verwundbar aus. Diese Welt muss für ihn so verwirrend sein und bedrohlich in jeder Hinsicht. Er sieht gerade sehr verloren aus, total niedergeschlagen, ganz alleine. Zum ersten Mal in seinem Leben. Kannst du dir das vorstellen? Und es war das letzte Mal, dass die Kuh Solo gesehen hat. Auch anderen Jungbären wird schnell klar gemacht, dass sie den Platz räumen sollen.
Es geht zur Sache, aber eher selten um Leben und Tod. Er ist eine eigene Liga. Und das gilt auch für seine Paarungsambitionen. Statt so viele Weibchen wie möglich zu beglücken, scheint er nur von einer besessen zu sein. Alice. Van, und das ist ungewöhnlich, lässt sie nie aus den Augen. Doch Alice zeigt ihm die kalte Schulter. Allerdings achtet sie darauf, dass keine Konkurrentin Van zu nahe kommt. Sogar Bärenforscher Chris ist überrascht von ihrem ungewöhnlichen Verhalten. Ich habe noch nie ein Weibchen gesehen, das so aggressiv wie Alice andere Weibchen verjagt. Das ist ziemlich skurril. Es sieht ganz so aus, als ob Van noch eine Weile warten muss. Am Strand sucht die junge Mutter noch immer nach etwas Essbarem. Sterbenshungrig hält es Parsnip in der Bucht, obwohl sie bei Einbruch der Dunkelheit längst die Küste verlassen sollte. Die Flut kommt und hungrige, ausgewachsene Bären lauern ihnen auf, um eines der Jungtiere zu töten. Aber statt den Strand zu verlassen, geht Parsnip plötzlich ein großes Risiko ein. Schaut euch das an. Sie rennt da raus, beide Jungen direkt hinter ihr. Das ist keine gute Idee. Was macht sie nur? Nur 5 Monate alt folgen Pushki und Ren ihrer Mutter überall hin. Das ist eine schlechte Entscheidung. Es ist auch viel zu früh für Lachse. Um diese Jahreszeit ist das Meer bitterkalt. Diese Jungs wiegen vermutlich gerade mal 10 Pfund. Schaut, sie geht noch tiefer rein. Das ist unglaublich. Eines wird von der Strömung erfasst. Sie ist wirklich gestresst. Sie hält Ausschau nach ihrem Kleinen. Wo ist es? Ich kann es jetzt gar nicht mehr sehen. Ich kann nur eines an ihrer Seite erkennen. Nein, da ist kein zweites.